Herzlich willkommen zurück. Nächster Part und ja, machen wir das Ganze nochmal. Aber wir versuchen das Ganze mal auf Neuling, weil Veteran ist anscheinend einfach schlichtweg zu schwer. Ist ja quasi unmachbar hier. Kein Sprit mehr da und so. Wobei, ich kann ja mal versuchen. Man kann ja anscheinend diese Schiffe da weglassen. Da kann ich jede Menge Nachbrenner sparen. Mal gucken, wie das dann läuft. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Hau rein. Von mir können Sie noch was lernen, Karte. Mal gucken, wie das dann läuft. Hat mich um einen Sieg betrogen. Noch mehr Interessant Katzen ist es ja mal. Noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Aber das ist hier kein Zuckerschlecken. Noch mehr Katzenstreu, heute bin ich gut drauf. Definitiv nein. Ja, das ist schon pervers. Noch dazu dieser Autopilot, sagt dann, dass er völlig vom Spaß. Noch können wir uns schon verflüchtigen oder müssen wir den jetzt kaputt machen, den Destroyer? Wir können uns verflüchtigen, also machen wir das auch. Warum soll ich Maniac unnötig beschädigen lassen? Ja? Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Oh, dann von mir Feuer. Können Sie noch was lernen, Karne. War nicht zu bezweifeln, aber der Spruch ist immer ganz lustig. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Greifen Sie mein Ziel an. Alles klar. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Geh auf die Flieger, Junge, weil das kannst du besser. Komm, lass uns verflüchtigen. Weil besser ist das, hältst du länger durch. Jetzt geht's rund. Greifen Sie mein Ziel an. Alles klar. Immer schön auf die Dings drauf hier. Versuchen wir das nochmal so, ja. Du drückst den Heimweg in einer Kiste an. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Plötzlich ist er weg. Klasse. Also ob mit oder ohne Maniac hier, das hat sich wohl erledigt. Ich muss das alleine schaffen. Alles klar. Ihre erbärmliche Nachkommen von Affen. Ihre erbärmliche Nachkommen von Affen. Ey, 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 ey. Na komm mal ran hier. Ach nee. Auf zu brüllen, das bringt ja auch nichts. Noch
Wunderbar. Machen wir das auch. Ich kann es nicht ausstehen, wenn man es mir leicht macht. Oh, Scheiße. Jetzt wird es hier nochmal so richtig schön eklig, ne? Okay. Schauen wir mal, was ich hier reißen lässt. Ich scheine ja mal wieder aufzutauchen hier, ne? Ah ja. Feind in der Nähe, kein Autopilot, ne? Hey, warum komme ich denn nicht nach Kilra? Das ist doch hier mal eine Frage, oder? Mal gucken, ich habe noch Nachbrenner, ich verzügel mich mal ein bisschen hier. Allerdings wäre es auch ganz nett, noch was auf dem Planeten Kilra zu haben. An Nachbrenner. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Es ist so ein Graus. Ja, das mag ich bei dem Spiel absolut nicht hier. Denn das macht so definitiv keinen Spaß. Jetzt kann ich gleich den Autopiloten verwenden und komme ich wieder an die Stelle, ne? Wie zum Geier soll man das denn bitte machen? Autopilot? Nee, jetzt hat sich was geändert. Okay. Aber wir fliegen immer auf dieselbe Stelle hier jetzt, oder was? Wie mir scheint. Aha, so ein Thrack ist da noch. Den muss ich platt machen, ne? Glaube ich. Ich riskiere es erstmal nicht und fliege einfach an dem vorbei. Aber er kommt mir näher, ne? Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Denk an deine Gefährtin, Herz des Tigers. Denk an Angel. Vielleicht schärft ihr das die Krallen.
ich glaube, das ist nicht das Ziel, oder? Na komm, wir versuchen es mal. Jetzt verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Ich habe nur noch die T-Bombe. Raketentechnisch sind wir hier auch ziemlich am Arsch, ne? Habe ich kaum noch Nachbrenner und ziemlich dicke Probleme hier. Ach du heilige Scheiße. Na gut, ich kann mich unsichtbar machen, insofern ist das alles, ja. Jetzt muss ich da nur noch hinfliegen und das Ei sagte, ja. Na gut. Lange wie ich. Doch, natürlich. Aber die sehen mich nicht, oder? Scheint nicht so. Das ist auch nur einer. Also benutze ich das so und fliege damit dahin. Hier sind es zwei. Die gehen beide weiter weg. Insofern. Wobei, eigentlich könnte ich die auch noch fertig machen hier, oder? Ich habe keinen Nachbrenner mehr. Das ist natürlich ein Nachteil. Ein ziemlich gemeiner Nachteil sogar. Weil anstatt jetzt dahin zu fliegen, den Nachbrenner einzusetzen, wäre schon ganz nett. Kann ich denn nicht mal anmachen oder was? Was hier geht's hier? Ach du Scheiße. Ich glaube, das war ein Fehler gerade. Oh Mann. Habe ich die tatsächlich am Hals, ne? Ach shit. Mann. Sag euch, diese Mission ist ein bisschen raus. Man kann es sich natürlich extra schwer machen und es einfach so dahin fliegen, ne? Oh, verdammt. Ich bin doch gleich hinüber hier. Ja. Ah. So ein Shit. Also nochmal das Ganze. Achso, das ist dann aber schon wie zwischengespeichert, ja? Kann ich mich unsichtbar machen? Sehr schön. Jetzt habe ich auch Sprit, ja? Okay. Jetzt fliegen wir da so hin, wie es anscheinend gedacht ist. Wäre auch verdammt gemein, wenn ich das Ganze nochmal machen müsste. Oh, die undurchdringliche Abschirmung hier, ja? Okay.
ich währenddessen mein Smartphone checken, solange wir überfliegen müssen. Jetzt wohl ein bisschen dauern, ja. Und da wird mein Nachbrenner, glaube ich, auch nicht reichen, oder? Ich heb mir den mal lieber noch auf zum Schluss, weil ich weiß mir nicht, wie das ist mit der T-Bombe, wenn da noch ein paar Gegner sind. Raketen dürfte ich ja sonst schon mal keine mehr haben. Ich wenigstens irgendwie ein bisschen abdampfen können, oder? Das ist, denke ich mal, eine sinnvolle Maßnahme. Naja. Tja, dann hätten wir ja Wing Commander 3 dann noch schon fast durch. Könnte dann noch die Alternativenden zeigen und ja. Wing Commander Saga schon mal installiert. Deutschmod ist auch drauf. Da wollte ich eigentlich ganz gerne weitermachen, aber noch viel lieber eigentlich erstmal Wing Commander 4. Das wäre es ja mal, ne? Oder beides parallel, je nachdem. Ja Mensch, wer ist denn da zu doof zum Fliegen und kriegt die ganze Zeit Schäden? Ist die Deppen hier? Folgen die mich doch irgendwie? Scheint so, ne? Sind nicht weit weg. Mindestens zwei an der Zahl hier. Naja. Ja cool. Selbstzerstörung? Auch nicht. Komisch. Ja oder doch, dann kommt ja mal wieder einer nach. Ja. Herrlich, dass sich das so gut komprimieren lässt anscheinend. Das sind ja nur 50 GB für 20 Minuten gerade. Also knapp 20 Minuten. Das sind auch nicht wirklich 50 GB, sind ja 47 irgendwas, also. So. Gebiet angeflogen. Und nun? Aha. Schön nah ranfliegen. Zack. Jo. So läuft's. Auf der Planet Kilra dahin. Da fliegt er ja, der Blair. Oh, 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 oh.
Tja. Ich meine mich noch zu erinnern, halbwegs an das Ende. Das war nämlich ganz auch ganz cool gemacht. Das Herz des Siegers. Tief im Innern habe ich nur einen Wunsch, dich zu töten. Dann tu es doch, aber das bringt dir deine Welt nicht mehr zurück. Wir sind jetzt ein Volk ohne Vaterland. So etwas ist unvorstellbar. Mein Volk geht als Verlierer aus diesem Krieg hervor. Es wäre sehr unehrenhaft für mich, den Krieger zu töten, dem es gelungen ist, das Ende der Kilrathi herbeizuführen. Vor meinem Volk liegt ein neues Jahrtausend. Wir sind viel zu korrupt geworden. Und wir waren Sklaven unserer Blutrünstigkeit. Dafür haben wir einen furchtbaren Preis bezahlen müssen. Uns bleibt nur eins, wir kapitulieren vor dir. Du Herz des Tigers. Dies ist eine Handlung, die in unserer Geschichte ohne Beispiel ist. Aber es ist an der Zeit, dass die Kilrathi ihre Verhaltensweise ändern. Denn unser Volk darf auf keinen Fall aussterben. Das wäre fürchterlich. Ja, genau. Er verbeugt sich. Ach so, ja, und das Ende mit, genau. Wir haben ja Flint geknutscht. Was möchtest du als erstes machen? Tja, in der Sonne liegen und den Möwen zusehen, wenn sie über dem Meer kreisen. Das hört sich gut an, Flint. Das ist ein Alternativende von noch zwei bestehenden, abgesehen von dem regulären Krieg verlieren. Tja. Es gäbe dann noch das Ende mit Rachel und dann halt, ja, wenn wir keine von beiden nehmen und halt quasi alleine fliegen, ne? Ja, die werde ich dann demnächst irgendwann auch nochmal hochziehen und halt die Enden erspielen, aber dann werde ich halt doch definitiv nur halt ganz einfach ja, den Abspann zeigen, weil ansonsten verändert sich da nicht viel. Ja. Schon mal speichern mit der Entscheidung. Ja. Das wäre Wing Commander 3 gewesen. So wie ich es spiele oder, naja, okay, sonst war ich immer unverwundbar, aber wie man sieht, kann man es ja auch ohne unverwundbar dann mal wirklich mal Pilot sein. Ne? Tja, ihr hattet hoffentlich jede Menge Spaß, ich hatte es auf jeden Fall und ja, bis zum nächsten LP.